Egal, wir versuchen es. Also die Kombi ist wirklich unterschätzt. Ja, sonst tut's mir leid, geht das nicht für mich. Also tut mir leid, Xenia, wenn ich dein Essen dadurch versaue. Sobald Peanut Butter irgendwo drin ist, bin ich vollkommen dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und der lieben Xenia. Wir drehen heute quasi ein Video zusammen, obwohl wir nicht beieinander sind heute. Und zwar tauschen wir 24 Stunden lang unsere Ernährung und essen gegenseitig unser Lieblingsessen. Also checkt im Anschluss auf jeden Fall auch das Video von der lieben Xenia ab. Ich verlinke es euch in der Endcard und in der Infobox nochmal. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch schon mal an, was die Liebe uns zum Frühstück quasi aufgibt und was wir uns gönnen sollen. Hallo liebe Laura und auch hallo liebe Zuschauer von der Laura. Ich freue mich mega, dass ich heute auf diesem Kanal mit dabei sein darf und dass die Laura und ich einen Tag unsere Ernährung tauschen. Ich würde sagen, ich sage auch direkt gleich mal, was es zum Frühstück geben wird. Und zwar habe ich da zurzeit, weil es einfach Sommer ist und es ist super heiß jeden Tag draußen, deswegen habe ich zurzeit eine Müsli-Liebe entwickelt. Also einfach nur Müsli, am liebsten Knuspermüsli mit Milch. Manchmal mache ich auch noch gefrorene Himbeeren rein, wenn ich irgendwie noch so was Frisches dazu haben will. Da kannst du einfach gucken, wie du gerade Lust hast. Wenn du einfach nur Müsli willst, kannst du natürlich auch noch eine Milchalternative nehmen. Aber ja, das ist so zurzeit eigentlich mein Favorite-Frühstück, weil es einfach super leicht ist, super schnell geht und so ein bisschen frisch irgendwie ist. So, Friends, willkommen zum Frühstück. Ich freue mich drauf. Ihr habt ja gesehen, was Xenia gesagt hat. Und zwar Knuspermüsli mit bei Bedarf Tiefkühlbeeren habe ich da. Lieben wir. Hier habe ich noch das Keksknuspermüsli. Das ist noch von Kims Video. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal. Und Milch, dann nämlich die Mandelmilch hier. Die habe ich gerade da. Benutze ich immer für meinen Chai Latte morgens. Und ja, simpel. Aber sehr geil, würde ich sagen. Ich esse ja sonst nicht so oft Knuspermüsli. Aber dann freue ich mich umso mehr drauf, wenn ich es dann mal esse. Perfekt, machen wir jetzt. So, Freunde, bisschen unspektakulär, aber habt ihr die Farbe gesehen? Oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Ich kann es jetzt nicht gut zeigen, weil sonst läuft mein ganzes Müsli aus. Aber ich muss sagen, sehr geil mit den Tiefkühlbeeren drin. Bin ich noch nie auf die Idee gekommen, aber einfach die ganze Milch ist lila geworden. Ich versuche es euch mal auf den Löffel zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Egal, wir probieren es jetzt. Okay, es schmeckt ganz anders, als wenn man einen Apfel oder so reinmacht. Logisch. Das ist richtig geil, erfrischend im Sommer. Schaut es euch an. Das ist doch wirklich pure Schönheit. Was soll man sonst sagen? Glühwein-Frost. Oh, ich sollte vielleicht nicht so doll auf die Blaubeeren draufbeißen. Käffchen habe ich mir auch gemacht. Ich glaube, Xenia trinkt auch Kaffee, ne? Also zumindest Cappuccino. Ich trinke trotzdem einen schwarzen Kaffee. Getränkemäßig hat sie mir jetzt nichts geschrieben. Aber mit dem Frühstück bin ich auf jeden Fall happy. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so gut matcht mit den Blaubeeren. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was ich für Xenia bestimmt habe, schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, bevor ihr ihr Video guckt, was ihr denkt, was ich ihr als mein Lieblingsessen aufgegeben habe. Also, wer das nicht errät, ne, der guckt meine Videos auf jeden Fall nicht aufmerksam. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, was ihr so denkt, was so meine Lieblingsmahlzeiten sind. Und ja, ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken. Geh dann zum Training. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mahlzeit wieder. Ich freue mich schon drauf. Weil ich weiß, dass du zum Mittag lieber nicht so was Großes isst und dann lieber zu Abend was Richtiges, habe ich mir gedacht, ich tausche einfach mein Mittagessen und mein Abendessen. Das heißt, du bekommst jetzt zum Mittagessen mein Abendessen. Und zwar ist das getoastetes Brot. Und da ist auch wichtig, dass es getoastet ist, weil getoastet schmeckt einfach 100-mal besser. Und da machst du dann einfach Hummus drauf. Ich mag am liebsten den vom Aldi mit Kürbis, aber du kannst natürlich auch irgendeinen anderen Hummus nehmen. Und dann Räuchertofu. Einfach nicht anbraten oder irgendwas, einfach Räuchertofu in Scheiben schneiden, auch noch oben drauf und dann noch Tomaten schneiden, die Tomaten auch oben drauf, Salz und Pfeffer drüber und ich kann dir sagen, das ist mega lecker. Also die Kombi ist wirklich unterschätzt. Hola Freunde, wir kommen jetzt zum Mittagessen. Ihr habt gesehen, was Xenia gesagt hat, was ich essen soll und ich freue mich echt drauf, weil es ist endlich meine Person, die auch es so feiert, Räuchertofu als Schinkenersatz zu essen. Ich liebe das. Ich finde, es schmeckt so krass nach irgendeinem Schinken oder also nach einem geräucherten Schinken. Und alle haben immer gesagt, Tofu roh essen. Aber Leute, ich sag's euch, Räuchertofu als
Aufschnitt 1A, klasse. Dazu gibt es natürlich Brot. Da habe ich mir so ein Eiweißbrot geholt for the Proteins. Und Hummus und Tomaten. Tomaten habe ich da gerade schon geschnippelt, kann ich nicht hochheben, weil sonst habe ich hier gleich überall Tomatenwasser. Und Hummus habe ich mir hier einen richtig, richtig geilen Hummus gekauft. Und zwar Hummus und Pesto. Ich habe den schon aufgemacht nach dem Kaufen und probiert. Und der ist ultra geil. Ich finde, der könnte noch mehr nach Pesto schmecken, weil da ist wirklich nur dieser Mini-Klecks-Pesto oben drauf. Ich zeig's euch mal. Nur dieser Mini-Klecks-Pesto und der Rest schmeckt halt nach normalem Hummus. Naja. Trotzdem delicious. Und ich würde sagen, jetzt bereite ich mir mal zu. Sehr schnelles, einfaches, gesundes und nährstoffreiches Mittagessen. Und ich freue mich sehr drauf. Perfekt. Das war ein bisschen gemütlicher hier. Ich habe das Handtuch auch mal abgehangen, weil der Vibe hat mich gestört. Ich habe noch vergessen zu sagen, ganz, ganz wichtig bei Xenia, das Brot toasten, das kross ist. Mache ich selten. Aber gut, machen wir es mal, ne? Seid ihr eigentlich Team getoastetes Brot oder normales Brot? Und ich bin immer, ich mag es lieber so, glaube ich. Aber gut, dann toasten wir es halt. Muss ich mal meinen Toaster von da oben holen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Irgendwo da oben steht mein Toaster. Muss ich erstmal da hochklettern. Gerade überlegt, ich habe keinen Bock hochzuklettern. Ich toaste es jetzt in der Pfanne an. Ich glaube, es geht schneller. So, meine Brote sind fertig. Sieht sehr geil aus. Ich freue mich auch sehr drauf. Und ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht zu lange rum. Wir probieren jetzt direkt. Boah, ist auch richtig schön kross geworden. Bombe. Mhm. Mhm. Die Kombi ist geil. Schaut es euch an. Ist wunderschön. Ich habe jetzt noch von Just Spices das Avocado-Topping drüber gegeben. Das matcht richtig, richtig gut. Und mit den Tomaten. Das ist eine mega geile Kombi. Mm. Scheiße. Nein. Nein. Ich habe meinen Rock dreckig gemacht. Wollte ich eigentlich noch anziehen. Doof. Naja, was soll man machen? Ich versuche es gleich noch rauszukriegen, aber ich weiß ja nicht, ne? Was soll ich sagen? Krümel verschluckt. Was soll ich sagen? Ist einfach Brot mit Hummus, aber der Hummus ist sehr geil. Müsst ihr euch unbedingt mal holen, auch du Xenia. Räuchertofu ist auch mega lecker. Ich hatte sonst immer den von Rewe Bio. Und den gab es bei dem Rewe nicht. Jetzt habe ich den. Der ist auch von Rewe. Aber in der großen Packung auf jeden Fall. Vielleicht ist es sogar der gleiche Tofu. Das könnte natürlich sein. Aber sonst mega leckeres, schnelles Mittagessen. Kann man sich auch richtig gut to go machen. Ja, das lasse ich mir schmecken. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die liebe Xenia für uns zum Snacken so bestimmt hat. Ich bin richtig excited und ihr könnt auch richtig excited sein. Zum Nachmittag bin ich meistens noch in der Uni. Und da hole ich mir dann meistens einfach ein Stück Kuchen, was es halt bei uns im Bistro in der Uni gibt. Und deswegen kannst du dir heute auch ein Stück Kuchen einfach deiner Wahl, worauf du gerade Lust hast, kannst du beim Bäcker holen oder im Supermarkt, kannst auch sowas wie eine Nussecke oder irgendwie sowas nehmen. Aber das ist so zurzeit einfach mein Go-To-Snack, weil es den halt in der Mensa gibt. Ich muss noch kurz gucken. Was ist das? Ist das so Käse-Mandarinen-Kuchen? Ich glaube, dann würde ich davon ein Stück nehmen. Zum Mitnehmen, bitte. So, Freunde, wir haben uns jetzt wieder hier versammelt und die liebe Xenia hat ja gesagt, dass sie gerne nachmittags ein Stück Kuchen isst. Ich sehe das ja in ihren Videos auch immer. Sie ist ja immer in der Mensa von der Uni. Wir haben sowas nicht in meiner Uni. Tatsächlich haben wir keine Mensa. Und selbst wenn, ich habe Semesterferien, ich gehe jetzt nicht einfach so in die Uni. Und ich habe mich hier für dieses Prachtexemplar entschieden. Das ist ein Joghurt-Mandarinen-Kuchen und im Boden ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so ein bisschen Schoko eingearbeitet und obendrauf Schokostreusel. Ich freue mich. Das ist so ein Kindheitskuchen für mich. Also das ist ja eine Art Käsekuchen, aber ein bisschen fluffiger. Halt Joghurt, obviously. Und mit Mandarinen obendrauf, wirklich ist meine Kindheit mit diesen Gelee-Dingsbums. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt direkt mal für die Kamera eine Ecke ab. Ich hoffe, es geht jetzt nicht schief und ich sehe schon, es ist nicht so einfach, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Ja, okay. Scheiße. Ignorieren wir jetzt, dass der Boden fehlt. Aber sehr, sehr geil sieht das aus. Okay, ich habe mich vielleicht ein bisschen überschätzt mit dem Stück, aber egal, wir versuchen es. Geil. Ich sag's euch, Leute, der schmeckt gerade so erfrischend, weil es draußen so heiß ist. Es ist einfach geil. Es war auf jeden Fall die richtige Wahl. Mm. Es gab auch noch so
Zwetschgenkuchen, den hatte ich aber erst bei Oma, deswegen habe ich den nicht genommen. Dann gab es noch Käsetorte, also ein richtiger Käsekuchen. Aber der ist immer so schwer, wisst ihr. Und das kann ich bei den Temperaturen echt nicht so ab. Dann gab es einen Streuselkuchen, sah auch sehr geil aus. Ich hätte auch Bock gehabt auf so einen Mohnstreuselkuchen, aber es gab es leider nicht. Deswegen habe ich den genommen und ich bin auch echt happy mit der Entscheidung. Und kleiner Fun Fact, ich habe früher immer alles runtergegessen und den Boden meinen Eltern gegeben, weil ich ihn nicht mochte. Jetzt finde ich ihn geil. Überlege gerade, ob im Boden Marzipan mit eingearbeitet ist. Werden wir wohl nie rausfinden. Kann auch einfach nur Marmelade sein. Aber auf jeden Fall war es eine sehr gute Entscheidung. Und danke, Xenia, dass du mir gesagt hast, dass ich Kuchen essen soll. Ich habe so Bock drauf. Ich mache mir dazu jetzt noch genüsslich ein Käffchen oder ein Cappuccino. Werde ich gleich sehen. Und lass mir den schmecken. Und dann sehen wir uns beim Abendessen wieder. Bin ich auch schon unnormal hyped drauf. Ich sag's euch, es wird einfach nur wild. Zum Abendessen bekommst du jetzt sozusagen das, was ich eher zum Mittag essen würde. Und zwar eins meiner Favorite-Gerichte, weil es einfach super schnell geht und super easy ist. Und zwar sind es Maultaschen angebraten mit Zucchini und Karotten und dann einfach kalten Joghurt oben drüber. Am liebsten Sojajoghurt. Ich liebe den Geschmack von Sojajoghurt. Und das ist wirklich auch eine super leckere Kombi. Super schnell und einfach gemacht. Und das esse ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Ich hoffe natürlich, es schmeckt dir. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Maultaschen. Freunde der Sonne, ihr habt es gesehen. Es ist Zeit fürs Abendessen und oh mein Gott, ich freue mich so. Ich sag's euch, Maultaschen sind absolut meine Kindheit. Es gab es bei uns zu Hause immer. Aber wir haben es mal mit Ei angebraten. Also Xenia, du musst es mit Ei anbraten und Ketchup drauf. Das ist over the top. Das ist einfach hammergeil. Aber deine Version klingt auch mega gut. Habe ich noch nie so gemacht. Und zwar, habt ihr es ja gehört, ich habe mir jetzt vegane Maultaschen bei Lidl geholt. Die liebe ich nämlich. Die sind richtig, richtig lecker. Da habe ich mir Zucchini und ein paar Möhrchen gekauft. Und sie hat gesagt, einen Joghurt-Dip quasi. Ich mache jetzt einfach Quark und mache den ein bisschen flüssiger. Dann ist der quasi Joghurt. Und ja, bin ich sehr gespannt auf die Kombi. Und ich denke, das kann man auch sehr gut ein bisschen abgekühlt essen. Gerade wegen dem Joghurt-Quark-Dip. Es ist nämlich super heiß heute. Und ich habe absolut keine Lust auf warmes Essen. Deswegen passt das sehr gut. So, Freunde, mein Essen ist fertig und oh mein Gott, das sieht so unglaublich gut aus, oder? Ich freue mich richtig drauf. Ich hatte so lange keine Maultaschen mehr, ich sag's euch. Ich habe hier auch richtig geil kross angebraten. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Richtig, richtig nice. Und das dippe ich jetzt mal in meinen Joghurt-Dip. Den habe ich übrigens gewürzt mit Paprika, Salz und Frühlingskräutern. Und ja, Taste-Test. Mit Quark, die Kombi ist echt geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Kann man machen. Also ich muss sagen, mir persönlich fehlt da Ketchup. Vielleicht mache ich auch gleich noch ein bisschen Ketchup drauf, aber ne, muss ja keiner wissen. Oh, da ist ein Haar. Perfekt, Laura. Ich sollte keine Köchin werden. Genau aus dem Grund, weil überall ist nicht mein Haar. Bounty. Naja, bleibt ein mysteriöses Haar. Auf jeden Fall schmeckt die Kombi richtig geil. Noch ein bisschen Salz. Und es tut mir leid, ich brauche jetzt Ketchup. Perfekt. Mein Stuhl fällt auseinander. Ist gerade wieder eine Schraube rausgeflogen. Ja, kurz Update zu meiner Wohnung. Gefühlt fällt alles auseinander. Der Tisch. Bounty, die Schraube darfst du nicht essen. Nee. Meine Stühle fallen auseinander. Aber hey, läuft, ne? Bounty. Nein. Auf jeden Fall kommt jetzt noch ein bisschen Ketchup drüber. Weil sonst tut's mir leid, geht das nicht für mich. Maultaschen ohne Ketchup sind keine Maultaschen. So, besser. Tausendmal besser. Also, tut mir leid, Xenia, wenn ich dein Essen dadurch versaue. Ketchup muss einfach sein. Probier's doch auch mal mit Ketchup. Echte Empfehlung. Aber, muss sagen, der Joghurt-Dip hat mich auch echt überzeugt. Also, das in Kombi mit Ketchup ist sehr geil. Also, ihr müsst beides machen. Ketchup und den Joghurt-Dip. Dann ist perfekt. Ja, gelungenes Abendessen, würde ich sagen. Ich lasse mir jetzt noch genüsslich schmecken. Ich muss nämlich am Laptop noch einiges abarbeiten. Und dann sehen wir uns natürlich noch zu einem kleinen Snack wieder. Und als Night-Snack habe ich glaube, das wissen meine Zuschauer auf jeden Fall, ich habe eine Popcorn-Sucht. Also ich snacke eigentlich jeden Abend Popcorn. Aber ich dachte, ich gebe dir noch was
Spannenderes dazu, weil Popcorn ist irgendwie so basic, aber ich liebe Popcorn. Und zwar esse ich auch super, super gerne zurzeit Kit Kat Chunky Peanut. Ist auf jeden Fall mega lecker, liebe ich auch. Und da kannst du einfach gucken, wenn du noch Lust hast auf Popcorn, kannst du auch noch Popcorn essen. Kannst du auch einfach, wie du Lust hast, auf jeden Fall beides sehr, sehr nice Abendsnacks. Und das war dann ja auch die letzte Mahlzeit, der letzte Snack, den ich dir gegeben habe. Und ich hoffe natürlich, dass dir der Tag gefallen hat, dass dir meine Ernährung auch geschmeckt hat. Und ich hoffe natürlich auch, dass deine Zuschauer das Video interessant fanden, dass es euch auch gefallen hat. Und dann ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass ich hier mit dabei sein durfte. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann übergebe ich das Wort an Laura, die leider nicht neben mir steht, aber... So, Friends, es ist ein bisschen später. Ich war eben noch kurz bei Celine drüben und es gibt jetzt noch einen kleinen Nightsnack bei Xenia. Und zwar hat sie gesagt, sie liebt Kit Kat Chunky Peanut Butter. Und ich sag's euch, ich habe tagelang nach diesem Kit Kat Chunky Peanut Butter gesucht. Überall gab es nur normales und jetzt war ich schon dabei zu sagen, das war auch für sie fein, zu sagen, ich hole das normale und streiche selbst Peanut Butter drauf. Ich ärgere mich auch gerade ein bisschen, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich hätte gerade ultra Bock drauf. Aber auf jeden Fall war ich gerade nochmal an der Tankstelle mit Celine und ich habe tatsächlich das Kit Kat Chunky Peanut Butter gefunden. Einfach bei der Tankstelle bei mir nebenan. Ich war Tankstellen sonst wo. Bei der Tankstelle nebenan gab es einfach... Naja. Auf jeden Fall hat sie gesagt, noch ein bisschen Popcorn. Sie hat immer aus dem Kino nämlich Popcorn, glaube ich. Ich gehe halt nie ins Kino, deswegen unnormal geil. Und ja, das werde ich mir jetzt hier noch genehmigen, würde ich mal sagen. Ich hatte ewig kein Kit Kat Chunky Peanut Butter mehr. Das ist aber auch wirklich meine Lieblingssorte, muss ich sagen. Das ist einfach nur geil. Sobald Peanut Butter irgendwo drin ist, bin ich vollkommen dabei. Geil. Schaut es euch an, wie nice das aussieht. Vor allem ist es auch so eine richtig geile Kombi. Kit Kat mit Popcorn. Sorry, dass ich nicht so wortgewandt heute Abend bin, aber ich bin einfach nur mega müde. Deswegen habe mir gerade schon Grey's Anatomy angemacht. Beste Serie. Ich gucke Grey's Anatomy jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. Seit 2016. Aber es ist gerade eine neue Staffel, deswegen kenne ich es noch nicht. Da ist gerade eine neue Folge rausgekommen. Werde ich jetzt gucken, werde mir mein KitKat und mein Popcorn genehmigen. Und ja, würde sagen, was ist auch mit diesem wundervollen Tag? Ich danke dir, liebe Xenia, dass du mir so geiles Essen bestimmt hast. War ein richtig geiler Tag. Und ich hoffe, mein Essen, was ich dir bestimmt habe, hat dir auch gefallen. Das seht ihr dann, wie gesagt, in ihrem Video. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Abo und auch einen Daumen nach oben da. Und schaut auf jeden Fall auch bei Xenia vorbei. Wie gesagt, verlinke ich euch in der Infobox ihr Video. Und lasst doch da ein Abo und einen Daumen nach oben da, obviously, ne? Und schreibt auch sehr gerne in die Kommentare, wenn euch Leute einfallen, wie wer ich mich ernähren soll. Also liebe nämlich dieses Format, muss ich sagen, weil ich entdecke immer so geile neue Sachen, die ich voll vergesse irgendwie, dass es die gibt. Auf jeden Fall mega nice. Und ja, wenn ihr sonst andere Videowünsche habt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich bin immer sehr offen dafür und sehr dankbar, wenn ihr mir irgendwelche Vorschläge gebt, was euch interessiert. Und schaut auch sehr gerne auf Instagram vorbei, blende ich euch wie immer ein. Da bin ich auch immer aktiv, da könnt ihr mir immer schreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal Food Diary am Sonntag wieder. Bis dann, ciao!